Hakuna Matata und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk Video mit der Thematik YouTube has changed. Eines vorweg, bevor ich jetzt anfange, das Gesprächsvideo richtig in Gang zu bringen, möchte ich erstmal sagen, dass ich seit vielen Wochen beziehungsweise doch eigentlich schon Monate mit den Gedanken gespielt habe, solch ein Video zu machen und auch öffentlich hochzuladen. Denn YouTube war schon immer eigentlich, oder besser gesagt seit 2009, ein Teil meines Lebens. Und natürlich hat sich vieles verändert. Es ist halt natürlich klar, dass die Zeit nicht stehen bleibt, sondern weitergeht. Nichtsdestotrotz möchte ich dennoch in diesem Video meine persönliche Situation bzw. meine Gefühle für euch ein bisschen transparenter machen, was ich als Persönlichkeit ja doch schon eher über diesen YouTube-Wandel, sage ich mal, denke. Und gerade, und ich habe einfach mit diesem Video sehr, sehr lange gezögert, weil es doch etwas persönlicher wird. Und mir ist auch total klar, dass nicht jeder dieselbe Meinung hat wie ich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte hier mit niemandem meine Meinung aufzwingen oder, wie gesagt, wie ich das schon immer sage, meine Meinung ist nicht die beste Meinung, sondern es ist einfach nur meine Perspektive, meine Ansicht, wie ich die Welt so sehe. Und ich habe mich hier und jetzt heute doch noch dafür entschieden, das transparenter für euch zu machen und sogar hochzuladen. Genau. Okay. Dann versuche ich mal anzufangen und ich hoffe, dass ich im weiteren Verlauf meine Weltanschauung, so gut es geht, verständlich in den Sätzen erklären kann. Gut, auf Englisch, YouTube has changed, auf Deutsch, YouTube hat sich verändert. Mit diesem Titel, Videotitel oder Satz möchte ich gerne beginnen, weil YouTube schon eine ganze Weile, und zwar seit 2009, ein Teil meines Lebens geworden ist. Und ich sehe selbst immer mehr, wohin das führt, und ich kann für mich persönlich nicht mehr die Augen darüber verschließen und auch nicht den Mund mehr darüber verschließen, sondern ich möchte heute wirklich mit euch meine Gedanken diesbezüglich teilen und ja, so wirklich hoffe, oder was möchte ich damit erreichen? Natürlich möchte ich damit erreichen, dass ich viele Zuschauer von damals sich dieses Video ansehen und einfach denken und merken, was so in YouTube vor sich geht. Und ja, also ich möchte jetzt hier nicht lästern, das werde ich auch nicht, sondern ich werde wirklich, wie bereits erwähnt, meine Gefühlslage etwas mehr darstellen. Gut, dann fange ich jetzt wirklich mal besser an. Und zwar ist das ungefähr seit Ende 2014, wo ich noch Let's Play Home gemacht habe. Seit da habe ich richtig gemerkt, dass sich für meinen Account etwas Grundlegendes verändert hat. Und zwar das Grundlegende ist, dass ich weniger gefunden werde, bis hin zu gar nicht mehr. Ich meine das in der Suchleistenanzeige, wenn man Let's Play irgendeinen Scheiß eingibt, und ich habe bereits das schon mal Let's Played gehabt, wie zum Beispiel Let's Play Grand Theft Auto Vice City Stories oder Let's Play Sword 2 oder Let's Play Silent Hill 2, dann habe ich mir wirklich mal die Zeit gemacht und die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen geblättert. Auf der ersten Seite stehe ich nicht, auch nicht auf der zweiten Seite. Ich musste schweren Herzens
sehen, dass ich erst auf der, was war das, 10., 11. oder 12. Seite erscheine. Und wenn man mal heutzutage bedenkt, wer nimmt sich wirklich die Zeit, wenn er ein Let's Play gucken möchte und klickt bis zur 15. Seite durch? Das macht keiner. Und wenn ich ehrlich bin, ich mache das auch nicht. Ist aber natürlich verständlich, weil man guckt, also ich bin jemand, ich gucke immer so die erste und zweite Seite so ein bisschen, was da so für Namen steht, wie lange das Video ungefähr geht und die Thumbnails begutachte ich natürlich auch, weil das ist ein weiterer Teil, zu dem ich auch gerne kommen möchte, dass das mit den Thumbnails und mit den Videotiteln auch oder auch sogar die Videolänge ein Merkmal dafür ist, inwieweit sich wirklich das YouTube-Spektrum in der Hinsicht von Let's Plays geändert hat. Und ja, komme ich mal weiter dazu. Und zwar ist das ja wirklich so, dass ich meine Let's Plays noch ganz normal, traditionell mache, wie es in der deutschsprachigen Let's Player-Szene 2009 angefangen hat. Und zwar war es da wirklich, dass du das Spiel komplett Let's Playst in Form von, dass du es spielst und dass du nicht mit Facecam irgendwie dich zeigst, sondern dass du einfach deine Kommentare und deine Gedanken zu dem Spiel sagst und das zusammenschneidest und das wird hochgeladen. Und so war das damals. Da hat ein Video auch wirklich ganz, ganz am Anfang hatte man ja die Video-Limit-Länge nur 10 Minuten. Ich glaube, 2011 oder 12 rum wurde das dann auf 15 Minuten nicht reduziert, sondern erweitert. Und irgendwann habe ich in meinem Kanal die Nachricht gehabt, dass ich unbegrenzte Videolänge schneiden und hochladen darf. Also, das heißt, die Let's Plays, die ich damals noch geguckt habe, gingen wirklich. Da ging Parts 20 bis 25 Minuten lang und das war normal für einen Let's Play Part, den man gerne geguckt hat. Es war normal, dass du das ganze Spiel siehst, ob jemand irgendwie Scheiße gebaut hat, ob er gefailt hat, sonst irgendwas, du hast alles einfach gesehen. Klar, gab es dann vielleicht auch hier und da, wobei, wenn ich überlege, nein. Da gab es auch nicht damals Let's Player, die das irgendwie rausgeschnitten haben, sondern die haben das wirklich so gelassen. Und das war zum Teil sogar auch amüsant. Wenn ich heute an so große YouTuber denke, ich möchte keine Namen erwähnen, weil ich nicht lästern möchte, aber es interessiert mich auch nicht, wie die alle heißen. Ich möchte einfach nur ein Schema darstellen, welches derzeit alle großen YouTuber irgendwie verfolgen. Und das wäre zum Beispiel auch, dass ein Video nur irgendwie 5 bis 6 Minuten geht, möglichst kurz gehalten wird. Ich noch mal kurz, ich sage alles jetzt auf der Let's Player-Szene hinsichtlich, dass da alles kurz gehalten wird und dass man als Let's Player mit Facecam sich zeigt, dass man lustige Musik noch, eine lustige Musikuntermalung in das Video reinschneidet, plus dass man nicht die ganzen Gameplay-Szenen Let's Play, sondern man stellt nur zur Schau, man lädt nur Videos hoch, wo die lustigsten und weirdesten und ragesten Sachen passiert sind. Da ist also ein 5-minütiges Video, wo du nur eine funny Montage hast. Montage, keine Ahnung, wie das richtig ausgesprochen wird. Und trotzdem heißt es Let's Play. Und ja, das ist halt seltsam für jemand Altes wie mich, sage ich mal, der eigentlich Let's Play unter einer anderen Video-Vorangehensweise versteht. Und ja, zu Beginn hat das ja mit den Thumbnails alles auch noch angefangen, dass nur Thumbnails angeklickt worden oder dass nur Videos mit richtig geilen Thumbnails angeklickt worden sind. Heutzutage versuche ich auch bei dem einen oder anderen Projekt Thumbnails einzufügen. Das reicht aber noch nicht für die YouTube-Gemeinschaft, weil ich keine Titten zeige. Weil ich keine sexistischen Videotitel habe
Und ja, das ist auch schon eines der nächsten Gründe, was einfach an YouTube total anders geworden ist. Weil ich mich nicht so verkaufe, werde ich auch nicht mehr gefunden. Die ganze Sache ist aber einfach, dass die, also so wie ich es mitbekomme, liegt der Ursprung in dieser YouTube-Veränderung eigentlich wirklich an die YouTube, an den YouTube-Zuschauern, weil es viel zu viele zu junge Leute gibt. Und mit jung meine ich so 11 bis, ja doch schon so 10, 11 bis, ja, weiß ich nicht. Gut, es fängt auf jeden Fall, dass die meisten YouTube-Zuschauer wirklich 12, 13-jährige Kinder sind, die bereits ein Smartphone haben. Da sind wir wieder schon wieder beim Generationswechsel, das Thema. Das überschneidet sich alles, weil das irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Die haben schon ein Smartphone, die haben schon eigene YouTube-Accounts, Facebook-Accounts, Twitter-Accounts, weil die Eltern sich einen Dreck drum scheren, was ihre Kinder alles auf ihrem Handy haben. Und somit fängt das an, dass die großen YouTuber, deutsche YouTuber, eine Community von 12, 13-Jährigen hat, die natürlich auf kurze Videos stehen, die auf diesen Funny Montage-Scheiß stehen, weil sie noch nicht diese mentale Entwicklung hatten von Tiefgründigkeit, sondern die wollen einfach nur entertained zum Lachen gebracht werden. Und viele YouTuber erreichen das, indem sie halt diese scheiß pubertierenden 12-jährigen Schwanz-Penis-Witze sagen, die ganze Zeit am Stück. Oder sonst was für Witze. Und das ist dann auch schon die hohe Aufrufzahl, gefolgt von einem super tollen Thumbnail mit vielleicht sogar Titten, wo nur die Nippel bedeckt sind. Oder mit einer Vagina, wo man die Vulva so sieht, aber man sieht natürlich nicht, wie die Mumu aussieht, sondern da ist auch irgendein Tattoo noch drauf von Super Mario oder so, weil im Video geht es ja um einen Super Mario Let's Play und das passt auch sehr gut, wenn man da so eine Vulva, so ein Unterleib von einer Frau sieht. Yo, das ist wirklich alles so. Ach, und da kommt dann auch noch der Videotitel von wegen nicht Let's Play Super Mario oder so, sondern Super Mario. Oh, ich kann das nicht. Ich kann nicht diese Schlagzeilentitel, Videotitel erfinden, weil das so nach Bildzeitung klingt. Das klingt richtig nach Aufmerksamkeit. Hey, mein Video will Aufmerksamkeit. Klick schnell drauf, weil ich habe ein geiles sexistisches Thumbnail, das musst du geil finden. Plus, ich habe so einen richtig geilen Aufruf von wegen Videotitel, da musst du einfach draufklicken. Das interessiert jedem 13-jährigen Jungen, der jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen Steifen kriegt und so. Ja. Was auch am häufigsten in YouTube gesucht wird, sind Minecraft-Let's Plays. Minecraft und GTA 5 Online. GTA 5 Online kann ich verstehen. Minecraft wiederum ist eine Geschmackssache, aber gegenüber Minecraft bin ich sowieso so ein bisschen kritisch. Das will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail sagen, weil ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Aber wenn man mal einfach bedenkt, was am häufigsten in YouTube gesucht wird, ist es total klar, was für eine Zielgruppe wir derzeit am häufigsten auf YouTube rum zu laufen haben. Als ich damals, 2010 rum, mit Let's Plays angefangen habe, da war alles gemischt. Da war ich damals 16, da hatte ich mit Erwachsenen zu tun, die 18, 20, 22 waren. Ich hatte aber auch mit 14-Jährigen oder, ja gut, ich glaube, der Jüngste, den ich getroffen hatte, damals war ein 13-Jähriger. Mit solchen Leuten, so ein Mischmasch hatte ich zu tun und anhand vieler Kommentare habe ich auch rausgesehen, deren Alter. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Das ist wiederum wieder etwas, was mich sehr traurig macht, weil ich unter vielen Videos, die ich neu hochlade, entweder nur einen Kommentar habe oder gar keinen. Und ich weiß nicht, wie ich mehr mit so etwas umgehen soll, weil ich möchte mich nicht
zu einer sexistischen Witzfigur entwickeln, die den Clown für alle auf YouTube spielt und nur dadurch erfolgreich wird in Form von vielen Aufrufen. Ich möchte auch eigentlich nicht erfolgreich sein. Das soll jetzt mal nicht so rüberkommen. Das Einzige, was ich wirklich möchte, ist einfach wieder eine angenehme Community, mit der ich über Spiele diskutieren kann. Dass ich weiß, dass ich meine kleine Toastbrot-Gesellenarmee hinter mir habe, dass egal was für Videos ich hochlade, ich immer Kritik bekomme. Ob es nun gut war oder warum es sogar vielleicht schlecht ist. Aber selbst das bekomme ich nicht mal mehr. Und das wandelt sich bei mir körperlich bzw. seelisch dann so um, dass ich einfach keine Motivation mehr finde, überhaupt Let's Plays zu machen. Und das ist der ganze Punkt an der Sache, dass ich häufig denke, yo, dieses tiefgründige Spiel möchte ich gerne Let's Playen. Dann sitze ich vor der Konsole oder vor dem PC und denke mir dann, für wen machst du das eigentlich? Mal im Ernst. Denkst du, irgendjemand guckt das wirklich noch? Denkst du, jemand interessiert sich für deine Meinung, für deine Interpretationshypothesen, die du in einem Spiel aufstellst und mündlich sagst? Und das sind dann immer wieder so diese Gedanken, die dann einfach sagen, genau wie mit dem Scary Sunday, nee, dann, wenn ich nicht die Anerkennung bekomme für das, wofür ich mir Mühe gebe, dann sehe ich darin nicht mehr, dann sehe ich darin einfach wirklich nicht mehr die Relevanz, die Notwendigkeit, das zu machen. Denn ich denke, jeder Mensch möchte, wenn er etwas macht, Feedback bekommen. Und gerade das Feedback von Zuschauern ist alles für mich, ist mir so wichtig. Mir war meine Abonnentenanzahl schon immer egal. Das wird sie auch immer bleiben. Meine Aufrufanzahl war auch immer egal, aber die Kommentare waren mir nie egal. Weil ich auch natürlich früher häufiger, aber weil ich ansonsten durch die Kommentare viele interessante Menschen kennengelernt habe oder auch mal gelernt habe, eine andere Perspektive einzuschlagen, anders zu denken. Ja, und so hat sich das halt alles irgendwie entwickelt. Und das macht mich natürlich traurig und ich finde es enttäuschend zu wissen, dass die Zielgruppe von YouTube 12-, 13-jährige Menschen sind, die ja einfach entertained werden möchten. Zu einem bestimmten gewissen Grad kann ich das verstehen. Ich gucke auch gerne YouTube-Poops oder lustige Videos oder so. Aber nicht nur. Und ich kann euch sagen, anhand meines Suchverlaufes bin ich nicht der Grund, dass so viele Let's Player Millionäre sind. Weil ich gucke sowas gar nicht. Es interessiert mich nicht, weil mir das einfach zu dumm gemacht ist. Ich gucke noch nicht mal mehr heutzutage Let's Plays. Ich würde aber mehr gucken, wenn es diese gute alte Let's Player Community wieder irgendwie wäre, wo ich weiß, zum Beispiel Silent Hill lohnt sich sehr zu Let's Playen, weil jeder da eine andere Interpretation vielleicht rauslesen kann. Und bei Silent Hill ist es auch interessant, sich ein Silent Hill Let's Play für mich anzugucken,
weil ich vielleicht, obwohl ich Silent Hill schon zwei, dreimal durchgespielt habe, vielleicht werde ich durch diesen Let's Player eine andere Sichtweise erkennen, die mir bisher noch nie bewusst geworden ist. Und das ist das für mich, das Let's Playen, dass ich damals Let's Plays geguckt habe. Natürlich, wo der Let's Player sympathisch war, aber natürlich auch, um zu gucken, was denkt dieser Mensch von dem Spiel, damit das so ein Meinungsaustausch ist. Ich schreibe auch gar keine Kommentare mehr, weil ich ja eh auch keine Videos mehr gucke. Und ich war damals, als ich selbst, sage ich mal, mehr Let's Plays hatte, viel mehr Projekte und so. Da habe ich eigentlich überall mal ein bisschen reingeschaut und so. Und manche Let's Player, die vielleicht jetzt gerade dieses Video gucken werden, wissen, dass die BlondCutie94 immer solche langen Ellen Texte an Kommentaren geschrieben hat, weil ich auf fast alles im Video eingegangen bin. Es hat mir aber auch Spaß gemacht. Das war nicht so, dass ich das als meine Pflicht angesehen habe. Die einzige Pflicht, die ich angesehen habe, ist, wenn ich ein Video gut oder schlecht finde. Wobei, wenn ich ein Video schlecht finde, dann habe ich eigentlich nie einen Kommentar darüber geschrieben, weil das war mir dann egal. Aber wenn ich ein Video wirklich oder ein Let's Play-Part sehr gut gefunden habe, wollte ich es diesem Mensch wissen lassen, dass seine Mühen, seine Anstrengungen niemals für umsonst waren, sondern dass ich als Zuschauer, ich einer von wenigen oder einer von vielen Zuschauern, diese Gefühle beim Videogucken oder diese Gedankengänge beim Videogucken hatte. Ja. Man muss auch immer bedenken, nicht ohne Grund sind diese YouTuber Millionäre geworden, sondern weil diese YouTuber klug genug sind, die Zielgruppe so auszunutzen, dass die Zielgruppe, sprich diese ganzen Teenager, das gar nicht merken. Auch mit dem scheiß Produktplacement oder bei Mädchen, das mit diesem Top 10 Make-up-Produkte oder was weiß ich, was es nicht alles noch gibt. Ja. Ich denke, dass ich auch langsam zum Ende kommen werde. Das Video geht jetzt wahrscheinlich auch bestimmt schon längst viel zu lange, so lange, dass ich das nicht eigentlich machen wollte. Aber im Großen und Ganzen wollte ich einfach nur euch Zuschauer, die wenigen, die vielleicht jetzt noch dieses Video bis jetzt zum Schluss geguckt haben, möchte ich euch wirklich ans Herz legen, einfach mal drüber nachzudenken, wie ihr was konsumiert, wohin das alles führt. Und ich meine jetzt nicht nur im Internet, sondern natürlich auch zu Hause mit Lebensmitteln und sonstigem, weil Verschwendung oder so, das, ja, vielleicht kannst du dir das leisten, es zu verschwenden, aber ein anderer auf der Welt kann das halt nicht. Klar, jetzt heißt das wieder so, oh, du bist voll der Samariter, was denkst denn du und so und. Nein, aber man muss wirklich bewusster leben einfach auf der Welt. Ich finde es auch schon gut, dass das mit den Plastiktüten eingeführt wird, dass jede Plastiktüte Geld kosten sollte, weil wenn man mal bedenkt, wie lange Plastik braucht, um sich abzubauen auf unserer Welt, das ist krass. Gut, das ist jetzt aber wiederum ein anderes Thema. Ich glaube, dass natürlich YouTube nie wieder mehr sein wird, wie es früher war. Das ist halt auch einfach immer so. Die Zeiten ändern sich. Nicht nur, dass die Zeiten sich ändern, sondern die Persönlichkeit ändert sich mit der Zeit bedingt auch. Ich habe eigentlich keine großen Hoffnungen mehr, dass ich eine größere Zuschauergemeinde habe. Und ich werde jetzt hier auch nicht sagen, ich werde jetzt auch nicht so auf diese Übertreibungsschiene gehen von wegen, ich werde jetzt heute mit dem Let's Play Filmer aufhören und dann nach ein paar Monate Let's Play ich wieder oder so. Nein, es hat sich nichts an meinem Upload-Schema verändert, wie immer. Ich lade dann etwas hoch, wenn ich Zeit und vor allem die Lust und Motivation habe,
mir Mühe für ein Video zu geben. Aber natürlich ist es so, dass nicht nur ich der Ansporn bin für Videos machen, sondern auch die Leute, die einen unterstützen und hinter einem stehen. Ja, ich denke, dass ich das Video jetzt hier enden werde. Dass ich das Video jetzt hier enden werde. Was ist das für eine Grammatik? Dass ich an diesem Punkt jetzt Schluss machen werde. Denn ich denke, dass ich im Großen und Ganzen viele Punkte angesprochen habe. Ich habe für mich selbst natürlich nicht alle angesprochen, weil, wie gesagt, sonst hättet ihr ein zweistündiges Video statt eines 20-minütigen Videos. Ich muss mich versuchen, ein bisschen kurz zu fassen und ja, das ist dann der Grund. In Ordnung, dann bedanke ich mich wirklich. Es ist nicht nur von mir immer so eine Floskel, sondern ich bin wirklich, ich wertschätze es wirklich sehr, wenn ein Zuschauer das Video bis zum Schluss sich angeguckt hat. Ich möchte mich also wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Oder bei euch, wenn es noch mehrere Leute sind. Und vielleicht schreibt man sich häufiger, vielleicht sieht man sich ja dann doch mal irgendwann in echt auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und ja, oder vielleicht spielt man mal ein Spiel auf Steam zusammen oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall. Dann vielleicht bis zum nächsten Video, wenn es dann wieder heißt Hakuna Matata.